Amita. AJ, Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Danke, Bruder. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern. Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kyrat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabal, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer, die Felder ruiniert. Auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg. Das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Bin dabei. Schön, dass du auf unserer Seite bist. Mohan hat den goldenen Pfad nicht als Drogenring gegründet, Bruder. Amita, sie liegt falsch. Begib dich zur alten Teefabrik und brenn sie nieder. Ich glaube, du liegst richtig. Ich weiß, es sollte eigentlich nicht so laufen. Aber Kyrat hat keine Chance, wenn Sabal weiter in der Vergangenheit lebt. Begib dich zur alten Teefabrik. Sichere diese Felder. AJ, nimm was zum Brandstiften. Du brauchst es. Sei gegrüßt, AJ. Du brauchst etwas, was brennt. Ein Flammenwerfer oder sowas. Bedien dich einfach. Jeder Grashalm ist einzigartig. Ich liebe dieses Land. Leute, ihr habt den Sender Freies Kyrat eingeschaltet und ich bin Ravi Ray Rana. Also, ich möchte über Amita reden, furchtlose Freiheitskämpferin, respektierte Anführerin und quasi der harte Kern des goldenen Pfades. Ganz zu schweigen davon, wie scharf sie mit einer Waffe aussieht. Das ist nur meine Meinung, nur meine Meinung. Ich sag das nur so dahin, aber hier ist noch eine kleine Anekdote über Amita. Ich meine, ich habe nicht wirklich nachgeforscht, aber man hört überall, dass sie auch noch eine aufstrebende Drogendealerin sei. Hey, ich urteile nicht, ich bin kein Drogenfahnder, ich unterstütze die lokale Kräuterzucht. Aber ich deale nicht. Ich finde, das ist nicht okay. Amita dagegen schwingt sich zu einer waschechten Drogenbaronin auf. Und das wäre gut, denn wenn man mal nachdenkt, dann sind Drogenbarone meistens besser aus der Form geratene Männer, die 10 Gorillas haben, Drogen für sie verkaufen. Aber sie möchte auch Boss sein und das ist okay für mich. Ich mag es, wenn Frauen das Sagen haben. Das ist irgendwie heiß. Jedenfalls, wenn es nach ihr ging, also in Kolumbien im Vergleich zu... Hast du eine Minute?
Hier ist Rabbi Ray Rana vom Sender Freies Kürat. Und Leute, wisst ihr was? Ich habe ein Hühnchen zu rufen. Ich weiß gar nicht mehr, wann jemand zum letzten Mal etwas Gutes über den Nordteil von Kürat gesagt hat. Ich meine, die ganze Region steht, solange ich mich zurückerinnern kann, unter Pagans Kontrolle. Ich habe gehört, dass es dort sogar Gulags für unerwünschte Personen gibt. Was soll das eigentlich heißen? Unerwünscht. Das ist so ein praktisches Wort. Es kann alles bedeuten. Von einem, den man einfach nicht mag, bis zum Freiheitskämpfer, der Kürat zu einem besseren Ort macht. Entschuldige, hast du eine Sekunde? Leck mich am Arsch. Leute, ihr habt den Sender Freies Kürat eingeschaltet und ich bin Rabbi Ray Rana. Also, ich möchte über Amita reden, furchtlose Freiheitskämpferin, respektierte Anführerin und quasi der harte Kern des Goldenen Pfades. Ganz zu schweigen davon, wie scharf sie mit einer Waffe aussieht. Das ist nur meine Meinung, nur meine Meinung. Ich sag das nur so dahin, aber hier ist noch eine kleine Anekdote über Amita. Ich meine, ich habe nicht wirklich nachgeforscht, aber man hört überall, dass sie auch noch eine aufstrebende Drogendealerin sei. Hey, ich urteile nicht, ich bin kein Drogenfahnder, ich unterstütze die lokale Kräuterzucht, aber ich deale nicht. Ich finde, das ist nicht okay. Amita dagegen schwingt sich zu einer waschechten Drogenbaronin auf und das wäre gut. Ich kann da nicht ewig drin bleiben.
bleiben! Holt ihn! Scheiße, nicht mehr mit. Ein Adel!
Die Felder sind verbrannt. Ich wünschte, ich hätte sie brennen sehen. Dein Vater hat nicht nur für das Volk gekämpft, Bruder. Er versuchte auch, das Land zu bewahren. Unsere Seelen sind mit dem Land und den Bergen verbunden. Das kann Amita einfach nicht verstehen.